Tradition gerne weitergeben. Ihr müsst Wächterbestien bezwingen, die von Kühne gesegnet wurden. Okay. Ich werde euch mit dem Symbol des Wolfes, der Krabbe und des Skevers salben. Das wird den Wächter herauslocken, wenn ihr sein Versteck erreicht. Hierhin müsst ihr gehen. Enkel. Er ist ein zäher Bursche. Seine Eltern waren in Helgen als... Okay. Naja, ihr wisst schon. Mach ich. Frokis Hütte. Naja. Bist du der Wächterwolf? Ja, dieses Vieh immer tritt hier, aber ehrlich. Ja, das sind hier ganz schön viele Wölfe. Also, das muss ich schon mal sagen. Das ist jetzt... Machen wir aber trotzdem Quick Save, bevor hier irgendwas passiert. Ein Geist, also. Was? Das war's. Das war der Wächterwolf. Naja. War jetzt aber nicht so. Ich dachte, es kommt hier ein epischer Kampf auf Leben und Tod. Der Zauberfang der Heilung, den hat der nicht geholfen. Also wenn das die Wächterschlammkrabbe ist, dann ist sie natürlich ein bisschen größer. Müsste die Wächterschlammkrabbe sogar sein. Und das hier eigentlich. Okay, ein Denkmal. Aha. Schön. Ist aber ein Riesenvieh, du. Angriff. Fuß! Natürlich kommen jetzt natürlich ein paar Schlammkrabben hier auch noch dazu. Naja. Naja. War jetzt auch nicht der. Das ist nicht mal eine Schlammkrabbe. Die wäre. Die wäre was Schönes gewesen. Was sind wir hier? Abenteurer. Gesucht junge Schlammkrabbe. Was ist das? Okay, das war's. Freunde, willkommen zurück bei Skyrim. Ich bin jetzt hier hinten bei, ja, Rot, Fahrtpass und Minichar Left. Und hier haben wir noch was. Grabstätte. Gucken, was hier drin ist. Und da ist er. Auf unser Weg nach Dämmerstern, ja. Will ich ja natürlich hier nichts unentdeckt lassen. Windseitige Ruine entdeckt. Mhm.
das war der Wächtersgeber hier. Ich hab einen Wächtersgeber. Erledigt. War jetzt. Okay. Sockel kann ich auch nicht aktivieren. Aber hier hinten ist der Wächtersgeber eben. Jetzt sind wir wieder bei Froki hier oben. Der uns ja die Quest gegeben hat für die Wächter. Gucken, was er jetzt zu uns sagt. Beeilt euch! Enkel. Er ist ein zäher Bursche. Seine Eltern waren in Helgen als... Früher war ich wohl kein besonders toller Vater. Dass er jetzt hier ist, vielleicht seid ihr doch gar kein Weichei. Nun seid ihr bereit für eine richtige Herausforderung. Das war noch keine richtige. Ich werde euch mit dem Symbol des Bären, des Säbelzahntigers und des Mammuts salben. Seid vorsichtig, denn das sind mächtige Bestien. Hierhin müsst ihr gehen. Okay. Die Wächter, hierhin müsst ihr gehen. Bis zum nächsten Mal. Wächter, Säbelzahntiger, Wächter Mammut und Wächter irgendwas. Wächter Säbelzahntiger, Wächter Mammut, Wächter Bären. Okay, machen wir. Ich bin jetzt hier hinten, bezwinge den Wächterbären. Er meinte ja, es ist ziemlich stark, das Tierchen. Mal gucken. Ich denke mal hier nicht. Wenn es die Schlammkrabbe ist. Ja, ist nur schon kalt. Und hier oben oder was? Einmal eine Runde rumlaufen. Echter Bär. War jetzt nicht so schwer. Aber naja. Gehen wir hier weiter ein Stück hier hinten. Wir bezwingen das Wächtermammut jetzt. Ich denke mal, da brauche ich ein Schild für. Na, Mammut ist schon... Oh, das ist schon... Mammutfriedhof hier, oder was? Ja, sieht aus wie Mammutfriedhof. Hi. Mammut. Auch besiegt. So, jetzt bin ich jetzt hier hinten. Mal gucken, ob der Säbelzahntiger... Ein Höhlenbär. Erz. Oh, das war der Wächtersäbelzahntiger. War jetzt auch nicht gerade schnell. Naja, aber natürlich irgendwo hier im Nirgendwo, ja. Und wieder bei Floki. Froki ist mal Floki. Ja. Ihr erfüllt Kühne mit Stolz. Aha. Nun verbleibt nur noch eine Herausforderung. Geht und bezwingt den Troll-Champion. Hierhin müsst ihr gehen. Troll-Champion. Kühne. Früher war ich wohl kein besonders toller Vater. Dass er jetzt hier ist, ist so etwas wie eine zweite Chance. Ich bin direkt hinter euch. Troll-Champion. Okay, wo finde ich den? Okay.
Dann gehen wir mal den Troll-Champion besiegen. Wir müssen hier in die Grau-Winterwacht. Troll-Champion, das hört sich schon wieder an wie, weiß nicht. Was? Trolle. Champion besiegt. Gibt es hier noch irgendwas Schönes? Ein bisschen Gold. Ein paar Pfeile. Ein Buch. Stahlfeld. Oh. Frogis Boom. Naja. Geh mal wieder zurück. Frogi, Troll Champion ist tot. Ich habe auch den Bogen gefunden. Hm? Ich fasse es nicht. Diesen Bogen habe ich selbst gefertigt. Wir beide haben zusammen einiges durchgemacht, das kann ich euch sagen. Wisst ihr was? Ich möchte, dass ihr ihn behaltet. Meine großen Jagden liegen schon lange hinter mir. Doch ihr habt eure noch vor euch. Dann werdet ihr endlich erfahren, was es heißt, ein echter Jäger zu sein. Nach Nordsitte. Dafür habt ihr euch den Segen von Kühne verdient und dürft mich zu euren Freunden zählen. Also gut. Kühne Symbol. Was ist denn Kühne Symbol? Der durch Tiere littende Schaden sinken 10% Bögen bewirken 50% höheren Schaden. Naja. Okay, danke. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Ja. Naja, haben wir geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.